Hey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holz und ist bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Ja, die beste Dreifach- und Doppelt-Dollar-Event-Woche, die wir jemals in GTA Online hatten, geht zu Ende oder ist zu Ende, wenn ihr das Video gerade seht. Und von daher habe ich mal gedacht, mache ich mal noch ein Tutorial, ein Geld-Tutorial, wo ich die wichtigsten Unternehmen solo, also komplett allein verkaufe. Ich werde hier in dem Video den Bunker allein verkaufen, zwei fette volle Spezialfrachtlagerhäuser mit 222 Kisten im Wert von 8.880.000 GTA-Dollar werde ich auch komplett alleine verkaufen und nochmal den vollen Nachtclub, einen komplett vollen Nachtclub auch allein verkaufen, zwar nicht Doppeldollar, aber hey. Jo, und natürlich neben dem Nachtclub-Solo-Verkauf auch noch ein paar wichtige Geldinfos zu den einzelnen Bereichen wie Koksfracht, Meth und so weiter, wie viel die pro Stunde bringen, wie lange es dauert, bis der Nachtclub komplett voll ist und dann noch den besten AFK-Geldtrick, den es zurzeit für den Nachtclub gibt, wo man wirklich null Nebenkosten hat. Man zahlt keinen Mechaniker oder Assistenten oder irgendwas, wirklich null Nebenkosten, wenn man den Nachtclub-Geldtrick macht und man braucht nicht seinen Controller irgendwie festklemmen. Die Biker-Unternehmen werde ich natürlich nicht solo verkaufen, weil solo macht es keinen Sinn. In den meisten Fällen ist es einfach unmöglich, die solo zu verkaufen. Da braucht man mindestens noch einen Kumpel für, aber ich werde auf jeden Fall auch noch ein paar wichtige Geldinfos raushauen, welche da die wichtigsten Biker-Unternehmen sind, wie viel Geld die maximal abwerfen und in wie vielen Stunden die komplett voll sind. Let's go mit dem Bunker. Bevor wir den komplett vollen Bunker verkaufen, brauchen wir natürlich erstmal eine öffentliche Solo-Sitzung, also eine öffentliche Sitzung, wo nur ich allein drin bin. Wie machen wir das am besten? Ich zeige euch nochmal kurz den MTU-Trick, also erstmal auf die Einstellung, dann auf Netzwerk, Internetverbindung einrichten, dann LAN-Kabel verwenden, weil ich mit LAN drin bin, ansonsten halt WLAN. Benutzer definiert, dann automatisch, nicht angeben, automatisch und hier bei MTU manuell und 800, damit wird eure Verbindung sozusagen ein bisschen verlangsamt. Und dann auf Weiter, Proxy nicht verwenden. So, und jetzt müsst ihr erstmal in den Story-Modus geschmissen werden. Und wir sehen uns gleich wieder. Yo, im Story-Modus angekommen und jetzt geht erstmal auf Online, dann auf GTA Online spielen und los. Jetzt dauert es halt ein bisschen länger, bis ihr in einer öffentlichen Sitzung allein spawnt, weil ja die Verbindung ein bisschen langsamer ist. Aber nicht verzweifeln, falls ihr mal eine Netzwerk-Zeitüberschreitung oder sowas bekommt, dann einfach nochmal probieren. So lange probieren, bis ihr alleine in einer öffentlichen Sitzung drin seid. Vielleicht zwei, dreimal probieren, maximal. Bin gerade in meinem Bunker und öffentliche Solo-Sitzung ist am Start. MTU-Trick funktioniert auf jeden Fall zu 100% immer noch. Stand 11.07.2019, weil ja einige gesagt hatten, der ist gepatcht angeblich. Nope, funktioniert noch. Und es gibt jetzt einige wichtige Sachen zu sagen zum Bunker. Schaut auf jeden Fall, dass euer Bunker ungefähr mittig der Map liegt. Weil wenn er ja ganz hier oben ist, irgendwo hier oben Palito Bay oder so, dann ist es unmöglich, solo Waren zu verkaufen, wenn er komplett voll ist. Erstmal kurz als CEO angemeldet und jetzt schauen wir mal kurz, was unser Bunker so bringt, wenn wir den jetzt komplett voll verkaufen, Waren verkaufen. Und dann sehen wir, dass wir, wenn wir den nach Los Santos verkaufen, 2.100.000 GTA-Dollar bekommen. Das ist hier bei Doppeldollar, wenn ihr jetzt das Video seht, wenn jetzt nicht mehr Doppeldollar-Eventwoche ist, dann einfach die Hälfte weniger. Also 1.050.000 bringt er, wenn er normal ohne Doppeldollar komplett voll ist. Okay, jetzt machen wir einfach mal, wir verkaufen mal für 2,1 Millionen nach Los Santos. Geil, beste Situation überhaupt. Wir haben hier drei Insurgents und die lassen sich mega easy nach Los Santos verkaufen, komplett solo, komplett allein. Wichtig ist natürlich, da drüben steht nämlich das Oppressor Mark II Bike, weil dann kommen wir nämlich extrem schnell wieder zurück. Beste Möglichkeit, um hier solo zu verkaufen, den Bunker solo zu verkaufen und generell irgendwelche Geldgrind-Sachen zu machen. Oppressor Mark II Bike. Auch wenn das Mark II Bike im PvP abfuckt, ist es zum Geldgrinden einfach genial. Das beste Geldgrind-Fahrzeug überhaupt. Ihr kommt damit am schnellsten von A nach B. Jetzt noch ein paar andere wichtige Infos zum Bunker. Ihr müsst ca. 3 bis 4 Mal Vorräte klauen, also wenn ihr euch dazu entscheidet, die Vorräte zu klauen, bis eine komplette Leiste mit den Vorräten voll ist. Also eine Vorratsleiste voll, 3 bis 4 Mal Vorräte klauen. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, zum Beispiel Kundenaufträge mit Headhunter oder Stadtrundfahrt, also den VIP-Jobs Headhunter und Stadtrundfahrt zu kombinieren, dann würde ich lieber die Vorräte kaufen, weil ihr könnt die in kürzerer Zeit, ihr könnt in kürzerer Zeit wieder das Geld reinholen in Kombination mit Kundenaufträgen und CEO-Jobs, also VIP-Aufträgen wie Headhunter und Stadtrundfahrt. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, würde ich sagen, klaut euch lieber die Vorräte mit dem Oppressor Mark II Bike. Das dauert so circa 15 bis 20 Minuten, bis ihr den Bunker komplett voll habt. Weil eine Vorratsklau-Mission, nenne ich es jetzt einfach mal, das sind 5 Minuten, 3 bis 4 Mal machen. Das heißt, 15 bis 20 Minuten dauert es, bis ihr den Bunker oder bis ihr eine Vorratsleiste vom Bunker komplett voll habt. Ersten Surgeon erstmal abgeliefert, jetzt kurz Oppressor Mark II Bike anfordern. Und dann wieder zurück zum Bunker, nächsten Insurgent schnappen. Hier nochmal wichtig, was ich auch nochmal sagen wollte, wenn ihr das Mark II Bike anfordert über Fahrzeug
persönliches Fahrzeug anfordern. Dann schaut mit der Waffe so ungefähr hier so auf den Boden. Lauft ein bisschen vorwärts oder rückwärts, je nachdem. Dann sollte das sofort vor euch auftauchen. Ah, leider ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, falsche Richtung gelaufen oder so. Aber jedenfalls, so taucht es nicht so weit weg auf, als wenn ihr ganz normal schaut. Zum Glück ist ja die zweite Location nicht ganz so weit weg diesmal. Die ist hier in der Nähe vom Pier. Sehr nice. Das heißt, ich habe noch eine Menge Zeit über, um jetzt auch den dritten Insurgent abzuliefern. Letzten Insurgent geschnappt. Ich habe noch 5 Minuten 30 über, easy peasy zu schaffen. Und ich habe noch eine wichtige Info für euch. Es dauert auf jeden Fall 2 Stunden und 20 Minuten, bis eine Leiste mit Bunkervorräten komplett leer ist. Das heißt, nach 2 Stunden und 20 Minuten auf jeden Fall schon mal in den Bunker schauen und entweder Vorräte klauen oder Vorräte kaufen. Insgesamt müssen 5-mal komplett volle Vorratsleisten aufgebraucht werden, bis der Bunker komplett voll ist. Das heißt, der Bunker ist in 11 Stunden und 40 Minuten komplett voll. Let's go. Letzter Spot ist hier. Und abgeliefert. Ich habe alle Waren abgeliefert. Bin 2,1 Millionen GTA-Dollar reicher. Und das komplett solo. Ich würde sagen, es geht weiter zu den 2 komplett vollen Spezialfracht-Lagerhäusern. Nochmal kurz was zur Location von den 2 Spezialfracht-Lagerhäusern. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, kauft euch oder spart halt lieber auf 2 volle große Lagerhäuser. Weil je mehr Ware ihr auf einmal verkauft, desto mehr Geld bekommt ihr. Rockstar hat so gemacht, dass es exponentiell steigt, das Geld, dass ihr nochmal extra einen Bonus drauf bekommt. Wer jetzt nicht versteht, wie ich das genau meine, schaut auf jeden Fall euch nochmal das CEO Spezialfracht oder CEO Kisten Tutorial an, das aktuelle. Ich werde es euch nochmal hier oben irgendwo verlinken, auch nochmal in der Videobeschreibung und so. Und jedenfalls hier, das sind meine 2 Spezialfracht Lagerhäuser, eins hier, dann stelle ich halt hier mal den Terabyte in die Mitte und dann kann ich schön über den Terabyte immer Kisten anfordern. Let's go, wir verkaufen erstmal das hier. Spezialfracht Lagerhaus Nummer 1 ist hier bei mir 4,6 Millionen GTA-Dollar wert. Das kommt daher, weil ich nochmal einen besonderen Gegenstand dazu bekommen habe. Das ist hier eine so eine seltene Taschenuhr. Manchmal bekommt ihr die, das ist halt relativ selten. Die müsst ihr dann extra verkaufen. Ich werde jetzt erstmal die 110 Kisten komplett solo verkaufen. Ohne Doppeldollar sind das 2.220.000. Mit Doppeldollar, wenn ihr 111 Kisten komplett hier drin habt, sind es 4.440.000. Minus 3er Kisten. Kosten sind das 666.000 noch abgezogen, sind das rund 3,7 Millionen mit Doppeldollar. Jedenfalls, wie gesagt, schaut euch einfach das CEO-Tutorial da an, was ich gemacht habe. Ich muss in den Brickade steigen, geil. Und ich habe 30 Minuten Zeit für 3 Brickades. Das dürfte easy zu schaffen sein. Also ich habe noch nie eine CEO-Spezialfracht-Ablieferungsmission verkackt bei einem komplett vollen Lagerhaus. Let's go, der Hase. Außer, ihr habt das Problem, dass eine Ablieferungsmission verbuggt ist. Ich hatte es mal gehabt, da musste ich halt mit einem... Okay, da musste ich mal mit einem Flugzeug Kisten droppen und da hatte der Counter nicht mal mitgezählt, ist irgendwie stehen geblieben. Naja, toll. Da müsst ihr halt einfach GTA schließen und nochmal neu starten, verliert ihr so, ich glaube, 6 Kisten oder so, aber immer noch besser als alles zu verlieren. So, wieder Mark 2 Bike geschnappt und zum zweiten Brickade und jetzt gibt es noch ein paar andere wichtige Infos zu den einzelnen CEO Spezialfracht Missionen, also wenn ihr die Kisten einsammelt, was ihr da beachten müsst. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr da irgendeinen so Laster habt, den ihr abholen müsst, der da im Verkehr rumheizt, dann einfach den Verkehr stauen, dass die NPCs sozusagen den aufhalten, weil so könnt ihr den nicht aufhalten mit eurem Fahrzeug. Der wird euer Fahrzeug einfach umheizen, euer Mark 2 Bike oder sonst was. Oder ihr habt dann noch die Option, dass ihr einfach den Fahrer rausballert oder raussniped, fliegt er mit dem Mark 2 Bike ein bisschen vor den Laster oder den meinetwegen BF Surfer oder was das manchmal ist. Irgendeinen Kleintransporter und ballert dann den Fahrer raus, mache ich meistens immer so. Einmal hatte ich das Problem mit einem Polizeitransporter, den musste ich halt abliefern, konnte den Fahrer natürlich nicht so easy rausballern, weil die Scheibe irgendwie gepanzert ist. Jo, das ist natürlich total ausgerastet, ich konnte nicht mehr anhalten. In dem Fall, wenn ihr den Transporter nicht mehr anhalten könnt, der eure Kisten da durch die Gegend fährt, dann nehmt einfach den Atomizer, ballert drauf und dann sollte der irgendwie umfallen und ihr könnt den easy peasy rausziehen oder die Fahrer steigen aus und dann das Ding einfach beim Lagerhaus abliefern. Letzten Brickhead gesnackt und ich habe immer noch 22 Minuten Zeit, um das Ding abzuliefern. Wahnsinn, wie einfach die CEO Spezialfracht Ablieferungsmissionen sind bei einem komplett vollen Lagerhaus. Alles verkauft und ich bin um 4,3 Millionen oder so reicher. Erstmal Geld einzahlen sind 4,3 Millionen. Let's go. Und ich habe jetzt 55 Millionen und noch eine wichtige Info zu den Kisten-Sammelmissionen. Wenn ihr zum Beispiel 4 Laster auf der Map habt und ihr sollt jetzt rausfinden, in welchem Laster die 3 Kisten sind, übrigens nur 3er Kisten machen, sind am effektivsten, wie gesagt, erkläre ich im Spezialfracht-Tutorial. Wenn ihr die auf der Karte seht, die 4 Laster, dann geht einfach
auf die Map und schaut, welcher Laster als letztes aufblinkt. In dem sind die drei Kisten drin. Spart euch viel, viel Zeit. Zweites volles großes Lagerhaus mit 111 Kisten ist am Start. Hier seht ihr nochmal den Wert mit Doppeldollar, 4.440.000. Und das wird verkauft. Let's go, mal sehen, was wir bekommen. Steig in ein Flugzeug, begib dich zum Los Santos International Airport und steig in das Flugzeug. Jo, 30 Minuten Zeit. Das sollte wieder easy zu schaffen sein. Bruder, eine fette Titan. Ich hoffe, es ist diesmal nicht wieder verbuggt und ich kann jetzt wirklich alle Kisten droppen. Alle Kisten abliefern. Alle 10 Lieferungen machen. Alter, bitte nicht verbuggt sein, Mission. So, mit Steuerkreuz rechts, Spezialfracht abwerfen. Nächster Spot. Yes, geschafft, verkauft. Du hast die Spezialfracht sicher abgeliefert und ich bin um 4.440.000 GTA-Dollar reicher. Natürlich immer die Kosten für die Dreierkisten noch abziehen, also die 666.000 pro komplett vollem großen Lagerhaus. 59 Millionen am Start, fast 60 Millionen und jetzt geht's noch an den komplett vollen Nachtclub. Bevor ich den Nachtclub solo verkaufe, wieder noch ein paar wichtige Geld-Grind-Infos zum Nachtclub an sich. Erstmal kurz an den Nachtclub-PC rangehen. Hier habt ihr ja das Feld Nachtclub-Management und hier könnt ihr den Club bewerben. Und was bringen jetzt diese langweiligen Club-Bewerben-Missionen? Ganz einfach, wenn ihr alle 4 Stunden mal eine Club-Bewerben-Mission macht, dann bekommt ihr keine Polizeirazzia mehr. Wusste ich vorher auch nicht, weil ich mache die im Prinzip nie. Mache ich auch sonst jetzt nicht, auch wenn ich das weiß, weil ich die dann einfach mit dem Mark II Bike wegrotze, wenn ich da irgendwelche Bullen habe. Ist zwar ein bisschen riskant, aber was soll's. Dann habt ihr ja das Feld Lagerhaus Management. Dann habt ihr 5 verschiedene Techniker, die müsst natürlich alle kaufen und die Techniker könnt ihr 7 verschiedenen Bereichen zuordnen. Frachtgut und Warenversand steht im Prinzip für entweder euren Hangar oder für euer CEO Spezialfrachtlagerhaus, also eins von beiden müsst ihr haben, dass der Techniker, den ihr zugewiesen habt, Waren einliefern kann. Jagdausstattung ist euer Bunker, südamerikanische Importwaren ist euer Kokslabor, also euer Biker Kokslabor. Pharmazeutische Mittel ist euer Meth-Labor, euer Biker Meth-Labor. Bioprodukte ist euer Biker Gras-Labor, eure Biker Grasplantage. Papierwaren ist die Dokumentenfälscherei und Zahlungsmittel, das ist die Geldfälscherei. So, was bringen jetzt diese einzelnen Bereiche? Südamerikanische Importwaren, also Koks, bringt ihr 10.000 GTA-Dollar pro Stunde. Frachtgut und Warenversand bringt 8.571 GTA-Dollar pro Stunde. Pharmazeutische Mittel bringt ihr 8.500 GTA-Dollar pro Stunde. Dann Jagdausstattung bringt 7.500 GTA-Dollar pro Stunde. Dann Zahlungsmittel bringt 7.000 GTA-Dollar pro Stunde. Bioprodukte, was ja an die Hanfplantage geknüpft ist, bringt ihr 4.500 GTA-Dollar pro Stunde. Und das Schlechteste, die Papierwaren, verknüpft mit der Dokumentenfälscherei, bringen nur 4.000 GTA-Dollar pro Stunde. Also wenn ihr gerade einen Nachtclub gekauft habt und noch keine Unternehmen habt und ihr jetzt gerade überlegt, welche Unternehmen soll ich mir denn zuerst kaufen, dass die Techniker hier Waren einlagern, dann auf jeden Fall als allererstes ein Kokslabor kaufen, dann Fracht- und Warenversand, also entweder ein Hangar oder CEO-Spezialfrachtlagerhaus. Ich würde mir auf jeden Fall ein CEO-Spezialfrachtlagerhaus dazulegen, macht auf jeden Fall mehr Sinn. Dann als nächstes ein Meth-Labor. Und dann als nächstes noch natürlich ein Bunker. Und ganz zum Schluss natürlich noch die schlechtesten. Also wenn ihr wirklich alles an Geld mitnehmen wollt, also die Falschgelddruckerei, wenn ihr Zahlungsmittel eingelagert werden sollen, dann eben die Hanfplantage für Bioprodukte und die Dokumentenfälscherei für Papierwaren. Und nein, ihr müsst bei den Bike-Unternehmen keine Vorräte kaufen oder stehlen, dass hier die Techniker Waren einlagern. Ihr müsst sie nur besitzen und ihr müsst die erste Vorrats-, ich sag mal die erste Startmission machen, dass die Bike-Unternehmen erstmal aktiv sind. Und dann, wenn ihr nur über den Nachtclub verkaufen wollt, dann braucht ihr über die Bike-Unternehmen wirklich keine Vorräte kaufen oder klauen. Wenn ihr jetzt euch aber dazu entscheidet, noch extra über die Bike-Unternehmen zu verkaufen, was ja Sinn macht bei Doppeldollar, dann müsst ihr natürlich da Vorräte kaufen oder klauen. Ist ja logisch. Trotzdem, die Waren, die hier drin sind, haben nichts mit den Waren zu tun, die in euren Bike-Unternehmen drin sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Bioprodukte verkaufe, dann werden nicht in eurer Hanfplantage irgendwelche Sachen verkauft. Das hat damit nichts zu tun. Die sind hier nur mit euren anderen Unternehmen verknüpft, diese einzelnen Bereiche, dass die Techniker hier Waren einlagern können. Ein komplett voller Nachtclub bringt insgesamt 1.690.000 GTA-Dollar und das dauert insgesamt 66 Real-Life-Stunden, bis der hier komplett voll ist. Aber das Ganze, wie gesagt, komplett AFK. Ihr könnt den Charakter irgendwo hinstellen, der kann irgendwo komplett in der Ecke rumschimmeln. Ihr müsst gar nichts tun, dass hier Geld generiert wird und das Ganze natürlich ohne irgendwelche Vorräte zu besorgen. Ihr könnt es natürlich auch so machen und eher verkaufen und nur die Bereiche auswählen, die für euch am meisten Sinn machen. Zum Beispiel Frachtgut und Warenversand, dann Jagdausstattung, südamerikanische Importwaren, pharmazeutische Mittel und vielleicht noch Bioprodukt. Aber hier die 4 wichtigsten auf jeden Fall. Nochmal kurz was zum Thema Upgrades. Bunker war natürlich voll abgegradet, also mit den wichtigsten Upgrades, dass es am schnellsten geht.
Hier beim Nachtclub ist auf jeden Fall Ausrüstung am wichtigsten, dann Personal und Sicherheit geht so. Auf jeden Fall nachher auch kaufen, wenn ihr noch ein bisschen Geld über habt. So, erstmal Güter verkaufen, komplett solo, 1.096.000, kompletter Nachtclub. Güter verkaufen und hier braucht ihr natürlich den Pawner Custom, den müsst ihr natürlich vorher gekauft haben. Wenn nicht, wird es euch angezeigt, ihr braucht ein größeres Lieferfahrzeug. Bei einer kleinen Menge, wenn ihr eine kleine Menge verkaufen wollt, dann müsst ihr den Speedo Custom nehmen. Bei einer mittelgroßen Menge an Waren müsst ihr den Mule nehmen. Und bei einer großen Menge an Nachtclub-Waren müsst ihr dann den fetten MTL Pawner Custom hier nehmen. Dem Hubschrauber folgen und dann verrät er gleich den Übergabeort. Hubschrauber aus dem Hafen geflogen. Hier ist schon der Übergabeort. Alter, das ging mega schnell. Und abgeliefert. Ja, auch die Nachtclub-Mission, die Nachtclub-Abliefermission, Alter, mega einfach. Und wie immer hat sich Toni leider seinen Anteil davon weggenommen. 10% von 1.690.000, das müssten 169.000 sein, aber was soll's, ich bin 1,5 Millionen GTA-Dollar reicher. Jetzt mal noch zum zurzeit besten Nachtclub-AFK-Geldtrick, den es zurzeit gibt. Wie mache ich das am besten? Dass ich den Nachtclub komplett automatisch passiv Geld verdienen lasse, ohne dass ich irgendwas machen muss, also ohne dass ich an der Konsole sitze. Zum Beispiel, wenn ich mal zum Einkaufen gehe oder ins Schwimmbad oder schlafen gehe, was weiß ich. Wir gehen erstmal kurz auf Online, Jobs, Jobs spielen, da ein Rockstar erstellt und suchen uns hier irgendeine Mission raus, die keine Zeitbeschränkung hat. Ich nehme mir am liebsten Zeit zum Abhauen und join da immer rein. Die stelle ich noch kurz auf schwer, weil ich will das Geld natürlich davon auch noch mitnehmen. Alter, wenn die Mission jetzt gestartet hat, dann geht er nicht dorthin, wo er normalerweise eigentlich hin sollte, zum Missionszielpunkt da hinten, der gelbe, sondern er fliegt erstmal zu eurem Apartment. Geht dort in den blauen Kreis rein von eurem Apartment. Wenn ihr dann im Apartment angekommen seid, setzt ihr euch einfach mal auf die Couch und schaut dann Steuerkreuz rechts, Fernsehen. Und jetzt müsst ihr natürlich auch sicher gehen, dass der Fernseher mit Dreieck eingeschalten ist. So, und jetzt werdet ihr nicht gekickt. Ihr müsst den Controller nicht irgendwie festklemmen, die Sticks nicht irgendwie festklemmen. Wenn ihr jetzt Fernsehen schaut, werdet ihr nicht wegen Untätigkeit gekickt. Ihr könnt den Controller jetzt ganz normal anschließen an die PlayStation, aber schauen, dass er nicht ausgeht oder so am besten. Und das Geile ist, in der Mission drin zahlt ihr keine einzigen Kosten. Ihr zahlt keine Mechanikerkosten, keine Apartmentkosten, keine Unternehmenskosten. Ihr zahlt null. Ihr zahlt genau null Kosten und ihr werdet auch nicht angegriffen, eure Unternehmen werden nicht angegriffen, euer Nachtclub bekommt keine Razzia, gar nichts. So, jetzt könnt ihr im Prinzip einfach den Controller, wie gesagt, irgendwo anschließen, an die PlayStation meinetwegen, hinlegen, schlafen gehen, ins Schwimmbad gehen oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen und einfach den Nachtclub Geld grinden lassen, Alter. Jo, und das so lange, wie ihr wollt, macht's ein paar Mal in der Woche oder so, keine Ahnung, für alle, die jetzt sagen, Stromkosten, nope, Stromkosten sind so gering, sind auf jeden Fall deutlich geringer, Alter, deutlich geringer, als wenn ihr jetzt Sharkcards kaufen würdet. Das war jedenfalls der beste Nachtclub-AFK-Geldtrick, den es zurzeit gibt und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt gibt's noch ein paar Infos zu den einzelnen Biker-Unternehmen. Und dazu bin ich mal in meine Aufnahmegalerie reingegangen zu den Screenshots. Ich meine, ich werde euch jetzt natürlich nicht zeigen, wie ihr die Bike-Unternehmen solo verkauft, weil es in den meisten Fällen solo einfach nicht geht. Immer einen Kumpel dabei haben, gerade wenn ihr hier diese nervigen UPS-Autos habt, weil das dauert so lange, ist solo einfach nicht zu schaffen. Was bringen denn die einzelnen Biker-Unternehmen? Ich habe mir mal ein paar Screenshots gemacht von komplett vollen Biker-Unternehmen. Na jedenfalls, welche Biker-Unternehmen sind denn am sinnvollsten und wie lange dauert das, bis die voll sind? Also, wir haben ja zum Beispiel das Koks-Labor, ist am allersinnvollsten auf Platz 1, würde ich das setzen. 840.000 GTA-Dollar jetzt mit Doppeltgeld. Wie gesagt, denkt euch die Hälfte, wenn ihr das Video gerade ohne Doppeltdollar schaut. Und bis das Koks-Labor voll ist, dauert es 5 Stunden. So, als nächstes, als zweitsinnvollstes, das Meth-Labor. 714.000 GTA-Dollar. Das ist in 6 Stunden voll. Dann auf Platz 3 die Falschgelddruckerei mit 588.000 GTA-Dollar maximal. Dauert 5,3 Stunden, bis die voll ist. Auf Platz 4 die Hanfplantage, 504.000 GTA-Dollar mit Doppeldollar. Und es dauert auch 5,3 Stunden, bis die komplett voll ist. Und zum Schluss auf Platz 5 die Falschgelddruckerei mit dem geringsten Gewinn, 252.000 GTA-Dollar. In 3 Stunden ist die voll. Wenn ihr ein bisschen Geld braucht oder wenn ihr schnell ein bisschen Geld braucht, ist es nicht schlecht. Aber ich würde mir erst die wichtigsten kaufen. Also zuerst Koks, dann Meth und so weiter. Wisst Bescheid. Jo, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Die wichtigsten Solo-Geld-Grind-Methoden zu den wichtigsten, relevantesten Unternehmen in GTA Online. Mit noch ein paar Biker-Unternehmen-Infos zum Schluss. Gut, Import-Export habe ich jetzt nicht mit reingenommen, einfach weil es in dieser Eventwoche kein Doppelt-Dollar drauf gab. Aber für alle, die mal schauen wollen, ich habe dazu noch ein extra Video gemacht. Das ist auch sehr umfangreich. Also wenn ihr Bock habt, ich habe es euch mal hier oben irgendwo verlinkt. Import-Export, Fahrzeughandel, dies, das. Anyways, wenn euch das Video weitergeholfen hat, auf jeden Fall mal ein Like da lassen, hilft mir auf jeden Fall auch weiter. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out. Bye bye. Ciao, ciao. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal pennen oder so.